Eisenhelm. Was soll ich jetzt machen? Ich bin voll überfordert. Was soll ich jetzt machen? Der Punkt ist, du bist einfach zu dämlich. Um überhaupt irgendwas zu machen. Ja, ich weiß. Naja, genau. So sieht's aus. Du bist dämlich und irgendwas. Ich weiß jetzt gerade nicht echt, wo ich das hinmachen soll. Ist egal. YOLO. YOLO. Baue YOLO. Jetzt einfach mal, da. YOLO sagt, müssen die anderen auch alle YOLO sagen. Okay. Genau, das ist jetzt ein Spiel, was ich über das gesamte LP lang ziehen will. YOLO. 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 Yeah. YOLO. Yeah. Das geht nur bei mir, Fabian. Wir haben verloren. Das geht nur bei mir, weil ich bin der YOLO-Mann. Genau, es geht nur bei Dave. Ja, jetzt wollt ihr euch wieder rausreden, ne? Faire Spieler seid ihr, Hallo, es muss schon sein, ne? Wenn schon, denn schon. Ich muss gerade mal sauen, wo soll ich das jetzt hinmachen, wie so eine Straße, so. Ja. Was? Meine Mutter hat mal wieder irgendwas gerufen. Irgendwie, dass die jetzt weg ist. Ich hab keine Ahnung wohin, aber sie ist weg. Vermisst du sie jetzt schon? Nö, ich vermisse sie nie. Unmensch. Magst du deine Mutter nicht? Nee, habt ihr Probleme? Nicht. Wollt das Schild, willst du hier schildern? Sag uns deine Probleme, Fabi. Wir helfen dir. Mein Problem seid ihr! Bam, 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 bam! Das kam ja vollkommen unerwartet. Wieso hab ich da jetzt schon Holz hingesetzt? So, ich hab gar kein Holz. Wieso lebe ich? Ist der Sinn meiner Existenz? 3, 4, 5, 6, du 7, hast keinen 8, Sinn von Existenz. 9, 10, 11, hä? Doch, ich hab einen Sinn. Und zwar 11, dir auf die Nerven zu gehen. 2, 3, das ist kein vernünftiger 11, Sinn. Das ist vollkommen 11, sinnlos. 9, 10, 11. Ups, falsches Holz. Ach, das sieht aber auch interessant aus. So. Hat jemand irgendwie was, ne? Ja, das, ne? Genau das. Was jetzt? Zäune? Hat jemand eventuell Zäune ein bisschen? Glaub nicht, oder? Schade. Okay, nee. Trotzdem danke. 27 hab ich. Und die gebe ich dir nicht. Ich tausche gegen Diamanten. Okay. Ja. Nö, jetzt bin ich auch nicht mehr. Dein Pech. YOLO. Ist halt keine Hochqualitäts. Ich habe noch 4, ich habe noch 3 Stacks Rohholz. Ich glaube, da kann ich mir noch genug drauf machen. Aber trotzdem danke, ne? Schön. Fick dich. Ja, ey. Immer voll beleidigen. Ja. So, also Dana, wenn das nicht genug Platz für die paar Tierchen ist, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Die lacht einfach. Die lacht einfach, die weiß nicht, worum es geht. Was jetzt? Der war, ich hoffe immer, dass andere wegen meiner Lache lachen. Du lachst wegen deiner Lache? Ja, nein. Nein! Ja, sie hat halt so eine... Lachanfall. Was? Sie hat so einen Lachanfall. Mhm. Ein, so eine leicht... klingt beschränkt Lache. Gar nicht. Doch. Finde ich schon. Was fressen da die Schweine? Samen, oder? Die Schweine, die fressen Karotten. Oh, fuck. Okay. Hühner waren das mit den Samen. Und da kriegt ihr leider nichts und könnt euch leider nicht fortpflanzen. Oh. Mob, mob, mob. Mob. So, jetzt schau ich mal, jetzt muss ich mal hier, ne, und so, das mache ich jetzt so, ne, genau so. Genau so habe ich es vor, oder? Genau so. Ihr gebt mir schon recht, oder? Ja, klar. Wir geben dir immer recht. Ja! Weißt du doch. Und? Bitte, 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 was? So, oh, jetzt habe ich ein Problem. Ich auch, ich habe nämlich keine Melonen gerne, deswegen muss ich welche suchen gehen. Haha, viel Spaß! Da musst du in die Mine gehen. Nicht unbedingt, ich kann es auch cheaten. Nee, du cheatest. Nein, nein.
Dann bringen wir dich alle um. Ja, tun wir. Das müssen wir doch echt mal so planen. Nur weil ich das sage. Ich bin der Chef im Geschäft. Osama Bin Laden. Genau, ich bin Osama Bin Laden. Bin Laden, du darfst nicht Bin Laden sagen, weil sonst bringt dich die NSA um oder entführt dich. Ey, was weißt du über Bin Laden, ey? Na gut, dann bin ich halt Osama Bin Ladens Cousin. Noch schlimmer. Weil du bist ein Verwandter davon. Egal, und lebst in Deutschland. Ach, scheiße. YOLO! YOLO! Fabian! Ja, wo ich wohne, okay, muss ich ja hier nicht sagen. Okay. Die NSA kann mich ja ganz einfach orten. Jetzt machen wir es ganz einfach so. Oh, wenn Fabian, hallo NSA-Beamter. Na, wie geht es Ihnen? Wenn der Fabian noch einmal vergisst, YOLO zu sagen, dann nenne ich ihn ab sofort Fabienne. Ich konnte gerade nicht. Hier steht gerade so ein freundlicher NSA-Beamter neben mir. Hier steht so ein Fabian. Freundlicher NSA-Beamter neben mir. Also, deshalb... Ey, was machen Sie da? Hören Sie auf mich? Nein, nein! Hören Sie auf! Au. Leute, wie lange nehmen wir schon auf? Ich bin an einen NSA-Beamten geschlagen. Magst du? Voll brutal! Wie lange nehmen wir schon auf? I don't know. Weiß ich nicht. Ich weiß es. Oh, nicht. Hey. So, die Kartoffel. Ich glaube... Jetzt ungefähr eine Stunde oder so. Gut, das heißt, er dann bald aufhören, oder? Hä, warum? Ach ja, er muss ja noch was erledigen. Er muss zu seiner Mami! Ja. Ja. Cocktail verpassen. Nein. Mama, ja, Entschuldigung, wenn du das irgendwann mal hörst. Im Gegensatz zu anderen Menschen liebt er seine Mami über alles. Er gibt dir sogar Cocktail. Ich würde dir auch gerne Cocktail geben, wenn du mal hier wohnen würdest. Warte jetzt. Ja, das will ich aber nicht zulassen. Willst du Fabian echt da wohnen lassen? Nein. Hallo, das stinkt. Soll das schon wieder heißen? Der rastet gleich aus und fällt wieder in Depression, das wollen wir ja wieder nicht, ne? In Depression falle ich so oder so. Achso, okay, dann ist es schon mal zu spät. Nein, weil ich euch ertragen muss, weil ich euch kennen muss. So, so. Ja. Tja. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Problem ist natürlich Der Dave ist eigentlich ein ganz netter, aber die Dana ist halt das Hauptproblem. Ja, du willst nur meine Diamanten. Wegen der muss ich auch zum Psychiater. Musst du gar nicht, du gehst da freiwillig hin. Ja, weil wenn ich es nicht tun würde, dann hätte ich wegen dir schon Selbstmordgedanken. Hast du auch die nicht mehr. Jetzt schon? Nee, der Psychiater ist da schon relativ hilfreich. Hast du die nicht, weil Dave sich so an dich ranmacht? Bitte was? Die Selbstmordgedanken? Was soll ich machen? Ja, also ey, bitte. Mama, wenn du das hörst, dann stimmt nicht. Das bringt mich nur auf Mordgedanken ihm gegenüber. Ja, da ist los noch. Ich freue mich schon, wenn du mich anfasst. Anfassen werde ich garantiert nicht. Ich werde eine Schrotflinte nehmen, sie dir direkt vors Gesicht halten und abdrücken. Trotzdem fässt du mich an, das mag ich. Entschuldigung. Ich habe noch nie so etwas Schwules erlebt. Hallo. Ach doch, so ein paar Spezialisten aus meiner Klasse. Ey, das ist eine Beleidigung gegen mich, okay? Das war doch nicht auf dich gerichtet. Ach so. Pappenheimer, ey. Ich muss mal schnell schauen. Oh, fuck. Wo hab ich denn hier jetzt... Nee, ich will mir jetzt keine Diamanten... Axt machen. Axt. Dingens. Lümmel! Ich muss jetzt hier erstmal aussortieren. Ey, wisst ihr was? Ey. Was? Was denn? Was? Penis? Oh mein Gott! Herr Penis gesagt, ey. Jetzt wird die Aufrufzahlen so deutlich. Dermaßen in die Höhe treiben. Oh ja, aber... Ja, genauso wie bei dir in einer deiner Minecraft-Folgen da im Titel Titten. Hat funktioniert, also... Echt? Ich bin schockiert, ja. Wie viele Aufrufe? Es hat dann ernsthaft funktioniert. Es hatte nach einer halben Stunde 16 Aufrufe. Geil. Also okay, es ist auch nicht viel, aber für meine Verhältnisse ist das nun mal viel. Wir werden jetzt ständig in die Titel Titten schreiben. Was? Wohin schreiben? In den Titel müssen wir jetzt immer Titten schreiben. Dann gucken wir mehr. Weißt du? Tittenpart 1. Tittenpart 1. Let's play Tittencraft. Will ich. 1, 2, 3, 4, 5. Willkommen zurück zu Let's Play Tittencraft. Yeah. Mit dabei ist unsere Tittenfreundin, Dada! Alter! Nein!
Nein. Busenfreude, was ist daran so schlimm? Nein. Ja, jetzt werden wir sie in Depressionen. Ja, Rache. Sie weiß, was das alles nur Scherz. Ja. Glaube ich. Warte jetzt. Nein, ich nehme das alles tot ernst, oh Leute. Will ich doch mal hoffen, das ist von meiner Seite auch tot ernst gemeint. Wie das bei Dave ist, weiß ich nicht, aber ich meine das tot ernst. Was denn? Weiß ich nicht. Ach so. Das ist mir selber ein Mysterium. Lol. YOLO! Swag. Nicht. YOLO. Ich hab Karotten bepflanzt. Was war daran jetzt so lustig? Weiß ich, sie hat gelacht. Die lacht immer voll süß. Kleine. Nee, die lacht jetzt statt so. So. Ja, nee. Nein. Oh, jetzt fress ich hier erstmal ein gebratenes Hühnchen. So ein komplettes Hühnchen stopfe ich hier in mich rein. Oh. Das magst du, wa? Ja, ich bin hühnchengeil. Oh ja. Ich stehe auf Hühnchen. Oh, you touch my tralala. Ding ding dong. Doch, jetzt geht's los. Schalala, schalala. Dana, du machst das doch ständig bei ihm. Also. Gar nicht! Was? Was heißt das? Also, wenn du sowas schon machst, dann musst du dazu auch stehen. Was machst du gar nicht? Was macht die denn? Ja, die touch dein Tralala. Was ein Tralala? Also der Tralala. Ah, ah. Troll. Du musst es mir vorher mal sagen, Dana, ja? Nicht immer Krass. Irgendwie heimlich und so, ne? Und so plötzlich. Ich mach doch gar nichts. Gar nichts, tut vorher auch weh, ey. Hallo? Ich sag ja Samenraub. What? Ey, wenn das mal. Ne, das geht vorher nicht. Wenn meine Mutter dazu irgendwie zu. Was hast du denn wieder gemacht? Was, du schaust mein Let's Play? Nee, man scherzt. Auch jetzt nicht da voll als Fan. Genau, die ist dein größter Fanboy. Ist das deine Eltern, dass du Let's Plays machst? Ja. Ja? Ja. Was sagen die dazu? So machst du ein Rad ab. YOLO! YOLO! Genau, die sagen YOLO dazu. Ja, voll der. Aber die gucken nicht, oder? Hä? Aber die gucken deine Let's Plays nicht, oder? Keine Ahnung. Ich wohne ja nicht zu Hause. Kann sein, kann nicht sein. Wahrscheinlich sind die am Ende echt so deine größten Fan-Kiddies. Kiddies ja. Vor allem. Dann machst du so ein Fan-Treffen. Oder komm ich als einzige oder ja, scheiße, das und dann, ist peinlich. Genau. Kommen immer sofort, nachdem ein Video veröffentlicht hat, kommt ein Kommentar, okay, den er sofort wieder löscht, und zwar von seinen lustig. Eltern. Da kommt dann sofort wie, oh, guck mal, unser kleiner Schnurzel, Dave, was er wieder für ein tolles, süßes Video allein gedreht hat. Also, Mama, das ist peinlich. Und was ist denn hier jetzt auf einmal? Sie verzweifelt. Schäme mich für euch, ja. Was? Warum das? Ich könnte es noch auf die Spitze treiben, aber nein. Schalala, la la la, la 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 la. Entschuldigung. Später haben wir eigentlich. Weiß es jemand? Was für Deutsch? Halb acht haben wir. Ist so, okay. David muss gleich aufhören. David muss gleich aufhören. Ich muss noch 10 Minuten wach bleiben, bevor ich. Boah, 5 Minuten mehr wie ich. Aha. Ich mobb dich jetzt voll deswegen. Yeah. Da da da. Da da da. Da la la. Geile Musik. Ja. Was? Ja. Ja. Ihr hört das ja nicht. Doch, klar. Genau. Ever time it has. Warte. Hör auf, die GEMA anzulocken. Entschuldigung, muss auch mal sein. Du zahlst aber, ne? Klar. Digga, chill. Ich meine, Fisch in die Fresse. Hammer geil. Fisch in die Fresse. Nee, ich vervielfältige gerade. Höchstheit! Man hat gehört. Ich stell das lauter. Und dann sieht man, wie sie hat Schieber. Jetzt hast du eigentlich Karotten. Weil es schön ausschaut. Sind das Karotten oder Karotten. Kartoffeln? Das sind Möhren. Okay. Wenn die ausgewachsen sind, darf ich mir dann welche eine so ein, zwei leihen. Was für Deutsch?
Kannst du mir ein, zwei Möhrchen geben? Die, wo ich in der Hand habe?